Hallo und willkommen zum Slingshot-Channel, zu einem der spektakulärsten Videos der letzten Zeit, weil es geht um ein sensationelles neues F-Luftgewehr. Das AER Precision Airguns HP Max im Kaliber 9mm. Alright, and if you are not understanding a word, this is because this is the German version. There is an abbreviated English version, because this one is a limited airgun, and in the US you can get the open version. But still, I put the link down there for you, so you can watch it, if you're interested in this gun. Warum ist denn das jetzt so ein sensationelles Luftgewehr? Naja, also erstmal guckt euch mal an, wie sexy das ist. Super klein, das hat sogar einen serienmäßigen Klappschaft. Das ist also eher sowas wie eine Luftpistole als ein Luftgewehr. Hat gerade mal 51 cm komplette Länge und wiegt ungefähr 2 Kilo. Super verarbeitet. Hat natürlich alles, was ein Luftgewehr braucht. Also ein super Abzug, ein Scope Mount mit 11 mm Schwalbenschwanzführung. Es ist Bolt Action, das heißt also, man hat hier so richtig so einen Zylinderverschluss, wie man das vom 98er kennt. Das Magazin fasst 8 Diabolos. Und natürlich die eigentliche Sensation, obwohl es Kaliber 9mm hat, ist es frei verkäuflich. Es hat ein offizielles F-Zeichen von der PTB bestätigt. Und das, obwohl es sich super leicht in die volle Version aufmachen lässt. Na, und wie viel Leistung hat die volle Version? Wer möchte raten? Na, nein, es sind keine 50, es sind keine 100, es sind auch keine 150, es hat über 200 Joule. Das hier, da gibt es Videos, die habe ich euch unten auch alle verlinkt. Da erreicht man mit diesem Gewehr teilweise bis zu 237 Joule Energie. Und das, obwohl da nur zwei Bauteile unterschiedlich sind, die im Lieferumfang sogar enthalten sind, aber nicht in Deutschland legal eingebaut werden dürfen, außer vom Büchsenmacher gegen BBK. Und das ist das eigentlich Sensationelle daran. Bisher waren Luftgewehre ja, tatsächlich konnte man ein bisschen die Leistung erhöhen, indem man eine illegale Feder oder so eingebaut hat. Dann hatte man von mir aus 24 Joule oder von mir aus auch 30 Joule. Das ist aber hiermit anders. Wir haben der PTB, so wie das Vorschrift ist, auch eine genaue Anleitung mitgeliefert, wie man das Gewehr denn auf die volle Leistung bringt. Man braucht dazu kein Spezialwerkzeug und es ist auch total reversibel. Das heißt, man kann es jederzeit wieder rückbauen. Aber die PTB muss es trotzdem zertifizieren, weil das Waffengesetz keine Hürde vorsieht. So ein Gewehr muss eben 7,5 Joule haben, darf das nicht überschreiten. Da werden dann Testserien A10 Schuss gemacht. Aber wenn das so ist, dann spielt das keine Rolle, wie leicht das ist, das Gewehr auf eine höhere Leistung zu bringen. Naja, und das haben wir ausgenutzt. Es war nicht ganz klar, ob das gelingen würde. Vielleicht haben wir auch irgendwas übersehen, aber die PTB hat es uns so zertifiziert. Von daher ist es legal, man kann dieses Gewehr so kaufen. Wer kauft das denn nun? Naja, also unsere Kunden sind gesetzestreu, weil wenn sie nicht gesetzestreu wären, dann würden sie über die Grenze nach Holland fahren und bei Krale sich so ein Luftgewehr in der maximalen offenen Version einfach so kaufen und mit über die Grenze nehmen. In der Regel wird man da nicht kontrolliert, glaube ich. Ich kann es nicht empfehlen, denn wenn man erwischt wird, kann es ganz schön übel werden. Aber unsere Kunden, die wollen nichts Illegales zu Hause im Schrank haben. Unsere Kunden möchten etwas Legales zu Hause haben. Mit einem kleinen Unterschied. Sie möchten sicher sein, dass, falls es mal dazu kommen sollte, für den unwahrscheinlichen, aber immerhin nicht unmöglichen Fall, dass unsere Zivilisation zusammenbricht und unser Staat aufhört zu existieren, dann möchten Sie schnell Zugriff auf eine richtig leistungsfähige Waffe haben. Und das Versprechen erfüllt dir die HP Max, weil man sie eben so schnell umbauen kann. Und ich zeige später in dem Video auch noch, wie das geht. Ja, also, man kauft es sich, man lässt es in 7,5 Joule, man hat damit jede Menge Spaß, denn das kann man damit haben, das ist auch in 7,5 Joule ein tolles Luftgewehr. Man hat aber die Teile und das Wissen, um das jederzeit in eine richtig harte Waffe mit der Leistung einer Polizeipistole aus den 60ern zu bringen. Wie leistungsfähig ist das Gewehr jetzt, wenn man es tatsächlich geöffnet hat? Naja, also, ich habe euch wieder Videos da unten zusammengestellt. Da schießt jemand aus vielleicht 30 Meter Abstand auf so eine fette Gasflasche Durchschlag. Autotür, Durchschlag. Das Ding ist einfach der Hammer, weil 200 Joule ist zwar schon ziemlich viel, aber das Geschoss ist ja viel, viel schwerer als zum Beispiel ein Kleinkalibergeschoss. So ein Geschoss hat ja teilweise bis zu 10 Gramm Gewicht, während so ein Kleinkalibergeschoss vielleicht 1,5 Gramm hat. Und das bedeutet, es hat einfach viel mehr Impuls. Und der Impuls letztendlich ist auch dafür verantwortlich, wie viel Durchschlagskraft so ein Geschoss hat. Dann zeige ich euch mal die Features. Also, mein Magazin, das man hier entnehmen kann und laden kann. Mit Diabolus bis zu 8 Schuss passen da rein. Ja, kann ich dann jederzeit. Es werden 2 solche Magazine mitgeliefert. Man kann natürlich noch weitere kaufen. Zylinderverschluss. 300 Kubikzentimeter Luftmagazin. Das reicht in 7,5 Joule aus für, weiß ich nicht, wie viele Schüsse. Viele, viele, viele. Ich habe es nicht gezählt. Regulator.
Dieser Regulator sorgt dafür, dass jeder Schuss exakt gleich viel Druck bekommt. Und das ist natürlich sehr förderlich für die Präzision. Ja. Einen schönen Abzug, der ist also nicht Matchgrade, aber der ist auf jeden Fall richtig fein. Kann man wirklich genau mitschießen. Der Schaft, das ist alles M16 Teile. Auch der Griff, das passt alles von dem M16 oder AR-15 Zubehör. Kann man also beliebig modifizieren. Es gibt eine Klammer hier unten mit einer unteren Picatinny-Schiene für ein Zweibein zum Beispiel. Das kann man kaufen. Wir bieten auch einen Schalldämpfer an. Ja, das heißt, man kann hier vorne diese Kappe abschrauben und dann durch den Schalldämpfer ersetzen. Den Schalldämpfer, den kann man sogar kaskadieren. Das heißt also, wem das dann immer noch zu laut ist, der kann dann einfach zwei oder vielleicht sogar drei oder was weiß ich wie viele zusammenschrauben und hat dann natürlich einen maximalen Schalldämpfer-Effekt. Die Schalldämpfer sind für die 7,5 Joule-Version vorgesehen und haben auch ein F-Zeichen, das heißt, sie sind ebenfalls frei erhältlich. Ja, man kann einen Scope montieren. Für 7,5 Joule reicht ein ganz, ganz einfaches, so wie ich das hier montiert habe, ganz einfaches vierfaches Scope aus. Die sind wirklich preiswert. Wenn ich die offen schieße, im Ausland, wenn ich sie umrüste etc., dann kann ich natürlich und sollte ich vielleicht auch ein viel größeres Scope montieren, weil man dann ganz andere Reichweiten damit schießen kann. In einem Video in den USA, wie gesagt, Handheller, große Streukreise auf 90 Meter. Das ist schon was. Kommen wir mal zum Preis. Also das nackte Gewehr jetzt ohne das Scope mit zwei Magazinen und ansonsten, so wie ihr es hier seht, kostet 899 Euro. Und wir haben zwar ziemlich viele bestellt, die kommen dann so bei uns Anfang Juli an und sind dann hoffentlich Mitte Juli beim Kunden. Das liegt hängt mit der Seefracht zusammen. Da muss man mittlerweile 8 Wochen für rechnen. Das heißt, die gehen jetzt schon sehr, sehr bald auf die Reise. Und man kann sie bestellen. Wenn man sie noch nicht jetzt bezahlen will, dann kann man das auch per Nachname bestellen oder per Vorkasse. Dann müsst ihr das erst zahlen, wenn die Ware komplett versandfertig ist. Dann benachrichtigen wir euch. Aber ansonsten, bei PayPal geht das leider nicht. Bei PayPal muss man halt sofort bezahlen oder eben PayPal-Ratenzahlung machen, was weiß ich. Anyway. Welche Munition kommt da jetzt rein? Naja, also ich habe jetzt hier die JSB Exakt. Das ist ja eine richtig bekannte Marke. Und die sind natürlich auch richtig gut, aber auch richtig teuer und gar nicht so einfach zu kriegen. Wir bieten welche von der Firma General Pellets mit an. Die sind deutlich preiswerter. Da kostet so ein Päckchen mit 100 Schuss gerade mal 10 Euro. Ja, und die sind dann auch im Shop mit bestellbar. Man kann auch andere Munition nehmen, aber nicht in der 7,5 Joule-Variante. Ja, man kann zum Beispiel die H&N Grizzlies nehmen. Ja, die Grizzlies sind eigentlich ganz normale 9mm Geschosse in Blei. Die sind unten so ein bisschen hohl und haben natürlich dann auch eine wirklich gemeine Hohlspitze. Das heißt, die pilzen auch entsprechend auf. Aber hier steht schon drauf, größer 100 Joule. Das heißt also, wenn ich das versuche, aus der 7,5 Joule-Variante zu verschießen, dann bleibt das im Lauf stecken. Dazu ist die Reibung dann zu groß. Also die 7,5 Joule-Variante kann man nur mit Diabolos schießen. Deswegen, wer also vorhat, im Ausland oder was weiß ich, gegen WBK die Waffe offen zu schießen, der kann das machen und der sollte dann vielleicht die Grizzlies kaufen. Die gibt es dann auch unter dem Gogun-Label und sind auch bei uns im Shop zu finden. Es gibt auch diese Predators von Polymag. Und die sehen auch erstmal richtig scharf aus, weil das sind eigentlich Diabolos, aber die haben dann vorne noch so eine gemeine Spitze aus Kunststoff. Die kann man auch in der 7,5 Joule-Variante ganz gut verschießen. Allerdings muss man dazu sagen, sie sind zu lang fürs Magazin. Also sprich, die können einzeln in die Waffe geladen werden, aber fürs Magazin sind die dann zu lang. Wie lädt man das jetzt, das Magazin? Naja, es ist eigentlich ganz einfach. Also ich nehme erstmal meine Diabolos. Da sind sie. Jetzt nehme ich hier diesen Plastikdeckel und schiebe den einfach gegen die Federspannung nach außen. Ja, und halte das dann zwischen zwei Fingern so auf Spannung. Ne? Da ist also jetzt Spannung drauf, sieht man hier. Ne? Und jetzt nehme ich einen Diabolo und stecke den von der Rückseite, also in dem schwarzen, stecke den hier rein. Und zwar mit dem Rundkopf sozusagen zur schwarzen Seite, weil das ist die Mündungsseite der Waffe. Jetzt kann ich das loslassen, ist da keine Spannung mehr drauf, weil das einklemmt. Jetzt drehe ich das um. Und jetzt kann ich einfach die Diabolos in ihre dafür vorgesehenen Plätze schieben. Ne? Eins und hier natürlich jetzt mit der Geschossspitze nach vorn. Das ist dann recht schnell gemacht. So. Ja. Und den letzten. So, dann schiebe ich das zu. Jetzt habe ich das Magazin geladen. Jetzt muss ich den Verschluss noch ein Stückchen weiter nach hinten ziehen, so. Ja. Und dann kann ich das Magazin ganz einschieben. Ja, und dann ist das Ganze fertig. Und ich kann damit
schießen. Und das macht so viel Spaß, damit zu schießen. Weil das ist wie Zwillenschießen, bloß mit einem Fernglas drauf und super präzise. Also selbst in der 7,5-Schulversion, finde ich, ist das der absolute Bringer. Das Schießen macht, die Sonne, macht wirklich super viel Spaß. Ob nun stehen, freihändig oder aufgelegt oder so, das kann man einfach so machen, wie man will. Aber mir macht es jedenfalls riesig viel Spaß. Klänk. Also so einfach kann man dann repetieren. Und wirklich schnell damit schießen. Na, ihr seht schon, wie das geht. Wirklich, oh. Eine feine Sache, oder? Wir machen jetzt mal ein paar Probeschüsse auf die Luftgewehrscheibe. Das ganze Ding ist 20 Meter entfernt. Das ist echt viel für so ein kleines Luftgewehr mit den langsamen Geschossen. Sind ja gerade mal so eben etwas über 50 Meter pro Sekunde. Aber es macht trotzdem total viel Spaß. Bin kein Meisterschütze, also erwartet nicht zu viel. Und wie ihr seht, mein professioneller Schießstand. Einen habe ich noch. Tja, das war's. 8 Schuss. Schauen wir doch mal, was wir so getroffen haben. Also ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem Resultat. Wenn man bedenkt, dass ich nun wirklich kein toller Schütze bin mit meinem kaputten Auge. Aber trotzdem, das macht so viel Spaß, weil das wie Zwillenschießen mit einem Fernglas ist. Ja, jetzt wollte ich euch gerne zeigen, wie denn die Unterschiede zwischen der 7,5-Schulversion und der Full-Power-Version sind. Ich werde das hier jetzt nicht umbauen, sondern euch nur zeigen, wie es geht. Umbauen ist in Deutschland einem Büchsenmacher vorbehalten und der muss das dann auf eine BBK eintragen, wenn das jemand übergibt. Wir haben eigentlich nur zwei Teile, die unterschiedlich sind. Das ist einmal hier das Stück, an dem die Kartusche hier ins System geschoben wird, den Kartuschenstutzen. Und ihr seht hier, das ist die 7,5-Schulversion. Die hat 2 Manometer. Eins zeigt den Druck in der Kartusche an, also bis zu 310 Bar, 4500 PSI. Und das hier zeigt den regulierten Druck an. In diesem Fall sind das hier so gut 70 Bar. Das heißt also, egal was hier für ein Druck ist, solange das mehr als 70 Bar ist, haben wir hier immer 70 Bar. Bei der offenen Variante ist das nicht so. Ich zeige euch die beiden mal im Vergleich. Das ist nochmal die regulierte Variante und das ist die unregulierte Variante. Da ist der Druck immer der, der auch in der Kartusche vorherrscht. Das heißt, hier wird viel mehr Druck auf das Geschoss gegeben. Und deswegen ist eben das hier wird verbaut für die offene Variante und das hier für die regulierte Variante. Ja, anderer Unterschied ist die Nadeldüse. Hier sieht man die Nadeldüse der offenen Variante. Das Ding hat also 10 mm Durchmesser und das ist die Nadeldüse der 7,5 mm Variante. Die hat nur ungefähr na, so circa 3 mm Durchmesser. Das heißt also, das sind die beiden Unterschiede. Man kann natürlich das auch kombinieren. Das heißt also, ich kann also auch zum Beispiel sagen, ich nehme einen Regulator, weil das natürlich auch präzisionsfördernd ist, da der Regulator ja dafür sorgt, dass immer der gleiche Druck auf den Diabolo gelenkt wird. Aber ich nehme die offene Düse, dann habe ich ungefähr 50 Joule. Also von daher, das machen auch viele, weil dann natürlich auch der Schussknall nicht so laut ist. Aber wie gesagt, auch das in Deutschland nicht legal, es sei denn, Büchsenmacher macht die Änderung, trägt die Waffe dann im NBR ein und dann in die WBK. Oder natürlich im Ausland, da wo es erlaubt ist. Was brauchen wir an Werkzeug dazu? Nicht besonders viel. Eine Zange, ein Schraubenzieher,
Hier, ich habe mir so einen kleinen Haken aus dem Schweißdraht gebaut. Das kann man aber auch mit irgendwas anderem machen. Und ja, Imbusschlüsselsatz. Mehr braucht man nicht. Als erstes müssen wir den Druck aus dem System entfernen. Das geht bei der HP Max eigentlich so, dass man eigentlich nur das Manometer hier löst. Und zwar das Manometer hier unten. Nicht das hier an dem System, sondern hier unten das. Ich mache das immer mit so einem Lederstreifen, damit ich mir das nicht zu sehr vermacke. Dann vorsichtig lösen. Man hört es ja schon bald anfangen zu zischen. Da ist es. Jetzt kann man es auch so mit der Hand weiterdrehen. Und jetzt warten wir ab, bis der Druck raus ist. Ja, am besten nicht zu weit aufdrehen, weil nämlich sonst kommt es rausgeschossen und das ist unangenehm, das findet man nie mehr wieder. Und jetzt ist das System beinahe drucklos. Jetzt können wir hier den Imbusschlüssel nehmen und schieben ihn hier jetzt rein. Das ist die Schraube, die den hält. Und machen das so ein bisschen los. Man muss das nicht mit sich Umdrehung losmachen. Das reicht, wenn es so ein bisschen gelöst wird. Das ist sozusagen nur eine Klemmung. Okay, das reicht mal. Und jetzt können wir im Prinzip die ganze Kartusche einfach rausziehen nach vorne. So. Das ist die Kartusche. Und was wir jetzt ganz einfach machen können, wir können die Kartusche einfach rausschrauben. Die ist nur handfest. Ja, ihr seht schon, ich kann die jetzt hier total easy rausschrauben. So. Zack, zack. Ziemlich langes Gewinde. Örgel, örgel. Ja, und jetzt könnte ich das Ganze also durch die andere Kartusche ersetzen. Meine ich, ich nehme mal hier, ich habe noch eine. Ich nehme auch mal diese hier. Schraube das jetzt hier wieder rein. Na, das ist also auch eine von den 7,5 Schulkit. Ich will hier nicht zum Gesetzesbrecher werden. Obwohl ich das dürfte, ich habe ja eine Waffenhandelserlaubnis dafür. Okay, also, das nächste, was wir machen müssen, ist, wir müssen jetzt an die Nadeldüse kommen, ne? Dieses kleine Ding hier. Und die verbirgt sich unter dieser Schlitzschraube. Das Problem ist, die wird ja vom Lauf abgedeckt. Ja, und jetzt haben wir hier vier so kleine Inbusschräubchen. Okay. Das sind vier Stück. Und die Schraube Nummer 4. Und jetzt sieht man schon, dass man das hier sozusagen abnehmen kann hier. Ne? Ziemlich einfach. Ich habe jetzt mal das Scope abgenommen, weil das ein bisschen einfacher ist. So, was ich jetzt als nächstes machen muss, ist den Lauf abzuschrauben. Das ist erforderlich, damit man an diese Schraube kann, weil der Lauf hier die immer noch blockiert. Jetzt kann ich nicht so weit nach vorne drehen. Ja, dazu kann ich jetzt hier diese Überwurfmutter, der Lauf ist also festgeschraubt und hier mit einer Überwurfmutter gesichert. Dazu kann ich natürlich auch einen passenden Schraubenschlüssel nehmen oder, wenn ich jetzt gerade keinen zur Hand habe, kann ich auch die Pumpenzange nehmen. Das ist ja ohnehin eine Schraube, die man so nicht sieht. So, und dann schrauben wir den ganzen Lauf raus. Der ist hier einfach nur im Gewinde festgemacht. Da ist unser Lauf, wunderbar gezogen. So, und jetzt können wir im Prinzip diese Schraube hier einfach lösen. So. Müsst ihr keine Angst haben, stehen nicht unter Federdruck oder so. Da ist es. Und hier seht ihr die Ventilnadel. Ja, und jetzt ist hier drin sieht man jetzt dieses kleine Ventilchen hier. Und das kann man relativ einfach rausholen, indem man einfach hier den Haken nimmt, das sich vorsichtig einführt und das dann rauszieht. Da haben wir es an der Angel, ganz einfach. Und jetzt kann man die andere hier, die offene zum Beispiel, einfach wieder reinschieben. Ein bisschen auf die Richtung achten. Man sieht schon, dass das nur in eine Richtung sozusagen eine Dichtfläche für die Nadel hat und in der anderen Richtung nicht. Ja, man muss natürlich das nehmen, was die Dichtfläche noch hat. Das ist klar. Sonst würde das nicht funktionieren.
Okay. Also beim Zusammenbau ist es am einfachsten, wenn man einfach das, die kleine Düse schon auf die Nadel setzt, weil dann kann man eigentlich nichts mehr falsch machen. Dann kann man das einfach hier sozusagen einfädeln und dann kann man das auch nicht mehr falsch machen. So. Ja. Und dann einfach, dann einfach in den Sitz drücken hier, dass es schön fest sitzt. Genau, damit alles schön dicht ist. Und jetzt schrauben wir das Ganze einfach wieder zusammen. Ja, und wie man sieht, man kann das beliebig zwischen der offenen Düse und der geschlossenen Düse hin und her wechseln. So, dann schrauben wir den Lauf wieder ein. Hier ist es jetzt wichtig zu beachten, dass man den Lauf so weit reindreht, dass das Magazin gut festgehalten wird. Das heißt, der Lauf muss hier auf der anderen Seite noch ein kleines Stückchen rausgucken, aber nicht zu weit. Man nimmt am besten dazu dann ein leeres Magazin, weil das Magazin muss halt hier drin festsitzen, aber noch genügend Spiel haben, damit es nicht klemmt. Das ist jetzt ein bisschen viel. Genau, so ist das perfekt. Das kann man halt einstellen und dann hat man dazu ja eben diese Überwurfmutter, mit der man das Ganze dann wieder festziehen kann. So. Dann hat der Lauf genau die richtige Einpresstiefe. So. Nochmal einmal abschließend probieren, ob es gut funktioniert. Ziehen rein. Ja, perfekt. Sitzt, passt, wackelt unter Luft. So, als nächstes kommt jetzt wieder Örgel-Örgel, das Festziehen der Schrauben. Willst du dem Papa helfen? Ein sehr hilfreicher Bernardino. Rolfi, sitz! Gib mir die Pote. Ja. Fein. Gib laut. Fein. Lauf. So, dann ist jetzt schon die Zeit gekommen, dass ich einfach die Kartusche wieder festmache. Reinschieben. Das Ganze dann schön festziehen hier. Okay. Ja. Okay. Jetzt kann ich hier die Druckanzeige wieder festmachen und dann Luftdruck drauf. So. Luftdruck drauf und wir sind wieder im Business. An dieser Stelle kommt dann immer die Frage, ja, was ist denn mit der Challenger Bullpup im 50er Kaliber? Ja, also die Waffe ist eigentlich auch so weit, dass ich sie jetzt ans PTB schicken kann. Ich habe die Testserien geschossen und es war wirklich auch schwierig. Auch hier musste ich einen Regulator verbauen und außerdem die Hammerfeder kürzen für die deutsche Version. Also das Ding ist natürlich bloß riesig schwer. Also ich zeige es euch mal im Vergleich. Also das ist die klitzekleine HP Max und das ist die unglaublich schwere, klotzige Bullpup im 50er Kaliber. Ja, die ist natürlich auch geil, weil offen macht die über 600 Joule. Also da verschiebt man richtige Musketengeschosse mit dem Teil. Hat 6 Schuss im Magazin, ja, hat natürlich auch ein sehr großes Luftmagazin hier drin. Mein Problem, ich sag's euch ganz ehrlich, um das in 7,5 Joule durchzukriegen, kann man keine Kugeln mehr nehmen, weil das hätte dann immer zu viel Leistung. Man muss also als Munition auf Gummigeschosse gehen. Ja. Diese Gummigeschosse,
Die kann man also mit dem bisschen Luft, was bei 7,5 Joule möglich ist, kann man das also verschießen. Da würde jetzt ein Bleigeschoss einfach im Lauf stecken bleiben. Das würde sich dann vielleicht 1 Zentimeter bewegen. Diese Gummigeschosse, die sind zum Beispiel die gleiche, die man auch bei der HDR-50 von Umarex bekommt. Die sind aber aus dem gezogenen Lauf von der Waffe total ungenau. Also wenn ich ein Gummigeschoss präzise haben will, halbwegs, dann brauche ich einen spiegelglatt polierten Lauf ohne Züge. Aber das ist eben hier nicht der Fall, weil das ist ja der Lauf von der mit dem man auch die Bleigeschosse verschießt und da muss er gezogen sein. Also ist das Problem, dass das Ding streut wie eine Gießkanne. Das heißt, ich bin froh, wenn ich auf 10 Meter damit einen Kasten Bier treffe. Das ist natürlich etwas, was man den Kunden nur sehr schlecht zumuten kann. Deswegen bin ich echt nicht sicher, ob das in Deutschland das richtige Produkt ist. Ich will es trotzdem mal versuchen, ob die PTB es akzeptiert. Aber das ist natürlich dann wirklich nur für den Schrank und als Fun-Gerät eigentlich unbrauchbar. Ich habe so ein bisschen Bedenken. Was meint ihr denn dazu? Hinterlasst mir mal Kommentare, ob das trotzdem was ist, was ihr euch kaufen würdet. Das müsste dann so um 1000 Euro kosten. Also okay, Spaß macht das trotzdem. Ist aber auch wirklich mörderschwer, das Teil. Und zwar fast 7 Kilo. Also das wäre selbst für eine Armbrust schon sehr schwer. Während die HP Max mit 3,2 Kilo inklusive Scope echt noch gut handzuhaben ist. Paar Fragen und Antworten dazu. Erstmal, wie befüllt man denn so ein Ding? Kann man da einen Autokompressor für nehmen? Nein, nein, nein. Also es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Ich empfehle, einen Kompressor anzuschaffen. Und zwar einen Kompressor extra für Luftgewehre, also für PCP-Luftgewehre, Pressluft-Luftgewehre. Die kriegt man zum Beispiel bei Amazon. Ich packe euch mal ein paar Links unten rein. Das sind gesponserte Links. Das heißt also, wenn ihr über meine Links bestellt, kriege ich ein paar Prozent ab. Kostet euch dasselbe. Aber die gibt's so, die starten so bei um die 300 Euro. Manchmal schon etwas preiswerter, wenn man sie direkt in China bestellt. Aber dann können da Zölle und so draufkommen. Es gibt, wie gesagt, aber auch welche, die schon in Europa sind. Und das geht viel schneller. Und da hat man natürlich wesentlich weniger böse Überraschungen. Mit so einem Kompressor ist das Gewehr echt schnell nachgefüllt. Ich weiß nicht, wie lange es dauert. Anderthalb, zwei Minuten, dann ist das wieder voll. Und dann, gerade wenn man das offen schießt im Ausland oder mit WBK, dann ist das wirklich angebracht, weil ansonsten kriege ich einfach nicht viele Schuss raus. Nach 10 bis 12 Schuss muss ich das dann machen. Es gibt natürlich auch die Handpumpe. Ich empfehle jedem, sich auch so eine Handpumpe zuzulegen. Die kostet ja nur ungefähr 40 Euro. Die gibt es auch bei GoGun, ne? Findet auch da oder auch bei Amazon. Ich empfehle die auch für die Leute, die einen Kompressor haben. Weil was macht man, wenn tatsächlich alles zusammenbricht und dann gibt es keinen Strom mehr? Da ist man mit der Handpumpe zumindest in der Lage, die Waffe noch zu bedienen. Deswegen empfehle ich sie wirklich jedem und auch mal echt mal auszuprobieren. Denn das macht total viel Sinn und es kostet nicht viel. Ansonsten ist der Kompressor ein absoluter Segen. Ja, nochmal, wie viele Schüsse kann ich damit machen? Mit Sicherheit über 100. Ich weiß gar nicht wie viele, aber echt, echt viele, bis da die Luft alle ist. Denn hier ist ja der Regulator und der hat ja wie gesagt dann um so 70, 80 Bar. Und dann muss ja die Luft in der Hauptkammer schon auf unter 70, 80 Bar sinken, damit das überhaupt nach dem Regulator einen Unterschied ausmacht. Und da kann man echt, echt oft mitschießen. In der offenen Version allerdings, da ist sie eben so getunt, dass Druck und Gegendruck sich so ein bisschen ausgleichen, sodass sie die ersten 10 Schuss ziemlich stabil so bei 200 Joule liegt. Und dann fängt es aber auch relativ schnell an abzufallen. Also so alle 10 bis maximal 12 Schuss muss man in der offenen Version dann rechnen. Wie oft muss man dann pumpen mit so einer Pumpe? Naja, also meiner Erfahrung nach mit einer guten Pumpe schafft man so 5 Joule pro Pumpenhub. Und das bedeutet, wenn ich 10 Schuss habe und da insgesamt 2000 Joule bei rauskommen, ja, dann könnt ihr euch ausrechnen, wie oft ich damit pumpen muss. Ja, und was, wenn die dann wieder verboten wird, so wie die Pfeilgewehre? Also erstmal sind die Pfeilgewehre nicht verboten, sondern sind nur WBK-pflichtig, weil sie ganz klar in eine Gesetzeslücke gefallen sind. Und im Übrigen muss ich nochmal betonen, das BKA hat von diesen Pfeilgewehren Kenntnis bekommen durch den Antrag der Firma Gehmann, der frühere Distributor der Firma FXR Guns. Und da sind die schon auf die Liste gekommen mit den Änderungen. Also so funktioniert das in Deutschland. Die Politiker schauen sich keine YouTube-Videos an, die lesen die Bild und ansonsten die Berichte vom BKA. Und wenn da drin steht, wir haben hier ein Gewehr freigeben müssen, was in eine Lücke fällt, dann kommt das auf die Liste mit den in Zukunft zu schließenden Dingen.
Und das kann natürlich hierbei auch passieren. Es ist natürlich absolut denkbar, dass es so passiert. Aber wenn man diese Logik verfolgt, dann sollte man einfach aufhören, sich irgendwelche Waffen zu kaufen. Selbst Spielzeugwaffen und selbst Softwarewaffen etc. etc., weil der Gesetzgeber diese Tendenz nun mal hat. Ich kann noch mal betonen, bitte, bitte tretet in den VDB ein und helft mit, dass die Verbände so stark werden, dass keine weitere Waffengesetzverschärfung möglich ist. Denn wenn wir das nicht machen, dann ist das scheißegal, ob das Gesetzeslücken sind oder nicht. Dann werden als nächstes die Schreckschusswaffen, dann die Luftgewehre etc. alles verboten. Armbrüste, Bögen, alles. Weil die Politiker sich nicht stoppen lassen werden, bevor wirklich alles illegal ist. Ja, warum dauert das denn jetzt so lange? Mitte Juli ist die Auslieferung jetzt laut Webseite. Naja, das hängt damit zusammen, dass die Sachen in China produziert werden. Die werden von jetzt an gerechnet, also wir haben heute den 26. März, die werden also in circa 3 Wochen auf die Reise gehen, sind fast fertig, also wir haben schon jede Menge Bilder aus der Produktion bekommen. Aber dann brauchen die halt 6 Wochen auf See, dann brauchen sie in der Regel nochmal 2 Wochen Zoll und Abwicklung im Containerhafen, bis die dann in Essen sind. Wenn sie dann in Essen sind, dann müssen wir sie ja auch noch zu Kunden schicken. Wenn man das alles zusammen addiert, dann sind wir im Juli. So schnell geht das. Aber das Schöne dabei ist, es ist relativ gesichert. Eben weil wir zuverlässige Partner haben, auch in China. Das ist einer unserer Hauptlieferanten. Und von dem sind wir noch nie betrogen worden. Deswegen gehen wir auch davon aus, dass das klappt im Juli. So, das war's. Die Vorstellung der AEA HP Max im Kaliber 9 mm. Ich hoffe, das hat euch gefallen, weil das war's für heute. Danke und bye bye. Okay, wie immer, einen für euch. This is the abbreviated English version of my review of the AEA HP Max in the 35 caliber, 9 mm caliber. Why is this abbreviated? Because this is the puny 5.5 foot-pound, 7.5 joule version that is Germany legal. And normally this thing has more like 175 foot-pounds, well, definitely over 200 joule. And it is a monster in that regard. But I cannot really show this at full power legally here in Germany. But I've put a list, a playlist of really spectacular videos about this wonderful air gun. Why do I love it so much? Well, first of all, look at the size. Look how compact it is. Actually, it comes with a folding stock and you can actually operate it with the folding stock. It's really not hindering you. So this is more like a pistol. The overall size is just 21 inches in folded condition. It's really lightweight and it is super accurate and very, very powerful. It has a magazine for 8 shots and you can fire 9 mm pellets. You can get them from various manufacturers, but also you can fire slugs and it reaches the highest energy levels with the heavy, heavy slugs. And there are some videos, they're just amazing. People hitting really, really small groups from 100 yards distance. People shooting right through, straight through car doors with all the plastic parts, everything just crashed right through. And this is with an air gun. In full power, it gives you about 10 to 12 good shots, which is really a lot, I think. And then, of course, you can pump it up with a compressor or with a hand pump if you are so inclined and not afraid of physical exercise. You can mount just about any scope. It has an 11 millimeter dovetail rail. There is also a Picatinny rail that you can clamp to the underside of it. So that's a possibility. This one has a regulator, but it's the F version. The original one does not have a regulator, but it kind of regulates itself to give you a steady amount of power because of the pressure from the air inside fighting against the spring. Yeah, it has a rifle barrel. In Germany, we also sell a silencer, but I think in the US that is considered illegal. Not really sure, maybe it is. But you can also get the Donny FL moderator stuff for it. And you can, of course, mount bigger scopes, which for the 5.5 foot-pound version does not make much sense, since it's limited to 20, maybe 30 meters distance, whereas in the full power version, you can go really far. Now, this is also not an expensive air gun. I think in the US it sells for like about $600, of course, plus all the accessories like scopes and everything, which I think is really inexpensive for how nice this air gun is. Again, I'm not going to show you any shooting here because it makes no sense for you guys. Actually, I think this is also very attractive for the UK, but it is considered a pistol because the folded length
is shorter than 60 centimeters. So this means that this is about the maximum power that you can get in the UK, since for pistols you have only like about, I think, 6 foot-pounds of energy instead of the 12 foot-pounds that you get for a rifle. The gun is bolt action, so this means that there's no ammo in it right now, so I'm shooting it empty. You can simply use the bolt action to shoot, and then, yeah, it's not a lot of air coming out of this here. It's also very silent in the 7.5 foot-pound version. I love this because I think it's one of the coolest air guns on the market. So inexpensive, so much fun to shoot, so well designed. I can recommend it. And you can of course also get it on GoGun. Just go to gogun.co and then you will find this. And I think it's actually in stock at the moment. All right, that was it. Thanks for watching. If you want, you can watch the German version with a lot of shooting and a lot of blah blah that you won't understand. Hope you liked it anyway. Thanks and bye bye.